immer zu klein ist. Ja, liebe GenossInnen, ich bin in die Linke eingetreten, als sich WASG und PDS zusammengeschlossen haben. Bis dahin hatte ich nur erlebt, dass sich linke Organisationen gespalten hatten. Und diesen Zusammenschluss zu einem breiten linken Bündnis, das sah ich als große Chance und sehe es auch heute noch so. Mit dem Erfurter Programm einigten sich dann unterschiedliche Strömungen auf eine große gemeinsame Schnittmenge für linke Politik. Und zentral sind im Erfurter Programm der Kampf um die Umverteilung des Reichtums, um soziale Sicherheit. Zentral ist die Friedenspolitik, zentral ist unsere Verortung als sozialistische Partei. Und in diese Partei bin ich gerne eingetreten. Und in dieser Partei habe ich gerne meine Kraft eingebracht, als Mitglied im Landesvorstand, als Kreisvorsitzende, als Parlamentarierin. Die Linke war immer ein Bündnis, von Anfang an, das von links liberal bis links reichte. Frühere hessische Landesvorstände haben trotz unterschiedlicher politischer Zusammensetzung immer darauf geachtet, dass die Beschlüsse und Aktivitäten der Partei bündnisfähig waren, also möglichst breit getragen wurden. Und das war ja auch nicht immer leicht, aber genau diese Bündnisfähigkeit ist mir ausgesprochen wichtig. Denn Ausgrenzung, Rechthaberei und Spaltungen schwächen uns. Und das betone ich, weil in der letzten Zeit gemeinsame Schnittmengen aufgekündigt werden. Es wird versucht, GenossInnen und Themen auszugrenzen. Und dafür werden Gerüchte, Anschuldigungen, öffentliche Kampagnen und Unterschriftensammlungen inszeniert. Und man meint, wenn man Teile der Partei zum Austreten kriegt oder die ausgeschlossen werden, dann könnte man wieder auferstehen wie Phönix aus der Asche. Also Leute, nichts ist falscher. Jede Abtrennung und Diskreditierung schwächt die linken Ziele. Ich mag mich nicht im Kapitalismus einrichten. Ich möchte, dass unsere Partei das Kapital angreift, die Begrenztheit dieses Systems aufzeigt. Der Kapitalismus ist nicht in der Lage, die Armut abzuschaffen, allen Menschen Wohnraum, Nahrung, Bildung und Gesundheitsschutz zu ermöglichen oder auch das Klima und die Ressourcen zu erhalten. Und der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolken den Regen. Das kapitalistische System ist nicht friedensfähig. Und inzwischen gibt die Regierung 85 Milliarden jährlich für Rüstung aus, mit den bekannten Auswirkungen auf die öffentliche Daseinsfürsorge. Hier wird schon über die Inflation geredet. Die Preisexplosionen fressen die Löhne auf. Wir stehen vor einer Rezession. Und wenn heute schon ein Viertel der Bevölkerung arm ist, ein Viertel, ist das keine Bagatelle. Und dennoch wird das Thema Armut überhaupt nicht angemessen wahrgenommen. Die neoliberale Publicity hat es geschafft, ein Tabu darüber zu decken. Wenn Armut zur Sprache kommt, wird es unappetitlich. Wer arm ist, ist einfach selber schuld, arbeitsscheu, unflexibel, ideenlos, ungebildet und wenn es dann auch noch sein muss, nationalistisch und wählt dann am Ende noch die AfD. Und stattdessen erzählt der Neoliberalismus eine viel coolere Story. Alle können es schaffen, der Mensch muss nur gebildet, schön und flexibel sein. Der Neoliberalismus will Individualisten, die sich selbst optimieren, selbst ausbeuten, um sich selbst kreisen und sich selbst darstellen, ohne sowas wie Gewerkschaften und solidarische Organisationen. Ja, das kann er wollen, aber eine linke Partei muss diese Geschichten nicht auch noch erzählen. Es geht eigentlich um gar keine extra Geschichte von links. Es geht darum, die sozialen Ungerechtigkeiten aus der Tabuzone zu reißen. Es geht darum, zu sagen, was ist. Und das hielt schon Rosa Luxemburg für eine revolutionäre Tat. Eine linke Partei muss die ungerechten sozialen Verhältnisse und besonders die Armut aufdecken und dagegen angehen. Und das auch nicht bloß mit Abstand zu den Menschen und den sozialen Medien. Linke stehen immer an der Seite der Menschen, die bessere Verhältnisse brauchen. Linke organisieren den Kampf um das Teewasser, um den Lohngroschen und um die Macht im Staat. Und Linke stehen immer für den Frieden ein. Krieg nützt nie der Mehrheit der Menschen. Die haben nichts vom Krieg. Auch jetzt in der Ukraine leiden am meisten die einfachen Menschen. Und Krieg verpulvert dazu noch wertvolle Ressourcen und schädigt das Klima.
Genossinnen, es gibt also ausreichend Ansatzpunkte, ich bin gleich fertig, für linke Politik. Und ich plädiere dafür, dass wir uns jetzt endlich in den Sturm stellen, statt uns wegblasen zu lassen. Danke, Gabi.